Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Vorspieltagspressekonferenz vor dem Spiel gegen die MT Melsungen am Samstag um 20.30 Uhr hier in der Arena Nürnberger Versicherung. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke und unseren Cheftrainer Alastair Egerson. Und wie immer geht die erste Frage an den Trainer. Wie wirst du deine Mannschaft auf den Samstag einstellen? Ja, schönen guten Tag. Wir arbeiten natürlich weiterhin an die Strukturen, die wo wir zuletzt verbessern wollten. Wir wollen einfach weiter, was die Deckung betrifft, weitere Fortschritte machen. Auch im Angriff ein oder andere Sachen halt besser machen als zuletzt gegen Magdeburg. Aber vor allem halt wollen wir viel mehr über die zweite Welle kommen als zuletzt und haben da viel intensiv mitgearbeitet. Mit Melsungen kommt natürlich, brauche ich nicht zu sagen, eine sehr, sehr gut besetzte Mannschaft, der vielleicht ein bisschen schwer in die Runde reingekommen ist, aber mittlerweile sich sehr stabilisiert hat, hat auch ihre Verletzungen jetzt wieder auskuriert, sind ja alle Spieler wieder bei dem fit an Bord. Und dann merkt man auch am letzten Spieltag, was so eine Mannschaft oder so eine Kader zustande ist, wenn die halt zu Hause mit den Löwen relativ ja, deutlich auch gewonnen haben. Von daher wissen wir, dass da eine sehr schwierige Aufgabe auf uns zukommt. Wir werden trotzdem mit unseren Mitteln versuchen, dem das Leben so schwer zu machen wie möglich und werden natürlich trotz unserer Personalsituation auf Sieg spielen. Danke, Adli. René, wir haben in der letzten Zeit relativ oft unsere Fans thematisiert, die, wie du es ja auch gesagt hast, nach dem Lübeck-Spiel ein großer, großer Faktor waren, die Mannschaft zurückzuholen ins Spiel. Wie wichtig werden diese Anhänger am Samstag sein? Ja gut, es wird ein Schlüssel sein für den möglichen Erfolg. Wie Adli es schon gesagt hat, wir müssen natürlich schauen, dass wir das Optimum aus dem herausholen, was wir haben. Wir haben trotzdem noch viele sehr, sehr gute Spieler bei uns, die alle darauf brennen, am Samstag jetzt so einen Gegner zu schlagen. Das ist natürlich auch immer eine tolle Geschichte, gegen eine Mannschaft zu spielen, die so hochkarätig besetzt ist. Letztes Jahr hatten wir schon die Möglichkeit, ein wirkliches Feuerwerk gleich am Anfang der Saison abzufackeln und konnten sie besiegen. Sie haben sich im Sommer jetzt natürlich nochmal deutlich verstärkt mit zahlreichen deutschen Nationalspielern. Also ich glaube, über die Qualität müssen wir da nicht sprechen. Und das ist eine absolute Spitzenmannschaft, die uns da erwartet. Ich freue mich sehr, aber trotzdem auf eine große Kulisse auch. Wir haben mit dem Club Day und vielen, vielen Vereinen zusammen sehr, sehr viele Tickets schon verkauft. Und da werden wir mit Sicherheit auch wieder eine tolle Atmosphäre in der Halle haben. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Aber das wird auch wirklich, wie schon eingangs gesagt, ein Schlüssel sein, weil wir brauchen unsere Zuschauer, wir brauchen unsere Fans, um dort eine ähnliche Atmosphäre wieder zu schaffen, wie wir sie zum Beispiel gegen Lübeck, aber auch schon in der Vergangenheit sehr, sehr häufig hier hatten, um einen solchen Gegner schlagen zu können. Danke dir. Zeit für Ihre Fragen. Christoph Benisch, Erlanger Nachrichten. Ja, an den Trainer. Die Frage, ist so ein Spiel eigentlich vielleicht sogar besser als ein Spiel gegen Lübeck in der derzeitigen Situation, weil man mit einer Überraschung eigentlich alle Sorgen vergessen machen kann? Natürlich ist das manchmal einfacher, gegen solchen Gegner zu vorbereiten. Du hast vielleicht nicht den ganzen Druck, wie wir halt hier gegen Lübeck gespürt haben, aber gegen Melsungen oder halt die Spitzenmannschaft in dieser Liga ist es ja nie einfach zu spielen und auch nie einfach zu gewinnen. Da muss bei uns alles passen, beide halt, was die körperliche Sachen angeht und vor allem halt taktisch, technisch müssen wir alles auf den Punkt spielen. Und das werden wir versuchen und werden halt, wie ich es vorhin gesagt, voll auf Sieg spielen. Du hast die personelle Situation angesprochen, die nach wie vor angespannt ist. Kannst du da den aktuellen Stand noch ein bisschen erläutern? Also erfreulicherweise ist der Stand heute unverändert. Also es sind keine neuen Verletzungen dazugekommen. Und wir sind in täglichen Kontakt mit unseren Ärzten und unserem Physio-Team die Wasserstandmessungen bei dem Heilungsprozess den Spielern, die noch verletzt sind, immer wieder zu beobachten und wenn irgendwas sich tut, werden wir das dann kurzfristig melden. Angeschlagen waren zuletzt, glaube ich, Christoph Steinert mit seinem Knöchel und auch zwei Knieverletzungen. Ich meine, es war Nico Bühl und René, wer war es noch?
Andi Schröder. Andi Schröder, danke. Ja, es waren leichte Reizungen halt im Patellasinne bei den zwei zuletzt genannten. Das hat sich nicht, hat sich nichts weiter getan, was das betrifft. Nico Bödel hat sich momentan so ein bisschen mit Schnüpfen, wo er halt jetzt ein, zwei Tage pausieren musste, wird aber zum Spiel wieder fit sein. Und mit Steinert gibt es da keine neue. Also der hat jetzt voll trainiert, das hat sich wieder halt beruhigt, was die Knöchel betrifft, und er hat man auch am Leistungen in Magdeburg, glaube ich, bei ihm gesehen. Hannes Ries, Handballwoche. Zur personellen Situation, wenn ich richtig gerechnet habe, sind seit zu diesem Friesenheim-Spiel circa oder 24 Tage, ist doch ein gewisses Risiko auf die Rückkehr der bewährten Kräfte, also gerade am rechten Flügel betreffend, zu hoffen. Sind personelle Ergänzungen geplant? Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, nein. Die Frage an Nico Bühdel, darf ich drin, weil ich wollte fragen, so ein Spiel in Magdeburg, was bleibt da mehr hängen? Die ersten 20 Minuten, dass man sagt, ich kann es doch noch? Oder die zweite Halbzeit, wo ich sage, okay, es langt leider noch nicht zu einem Sieg? Wir haben dieses Spiel jetzt die Woche, also beide Montag und Dienstag, noch ausreichend analysiert. Und ich glaube, was wir da gesehen haben, dass das so, weil solange wir uns an unsere Strukturen halten, dann können wir gegen diese Mannschaften auch vor allem in der Deckung sehr gut stehen. Vorne haben wir im Positionenangriff eine deutliche Steigerung gegenüber Lübecke und halt auch Wetzlar gesehen, vor allem im Balltransport und halt was. Ja, wie mit welchem Druck halt die Pässen halt weitergespielt sind. Was uns aber absolut fehlt, sind die erste und zweite Welle Toren. Die sind halt kaum da, und da müssen wir schnellstmöglich, dass wir davon von zwei Toren auf sechs, sieben Toren kommen. Und wenn wir weiterhin unsere Positionenangriff halt steigern, werden wir dann früher an dem, sagen wir mal, 28, 30 Toren kommen, die wir halt auch brauchen. Hast du eine persönliche Punkteplanung, dass man jetzt sagt, okay, 8, also Friesenheim eingerechnet, plus, dass man, wie gesagt, von der Statistik her oder von der Tabellensituation her, dass man muss ja irgendwo Endplanung haben, zu sagen, diese Anzahl von Punkten brauche ich, um Klassenerhalt zu schaffen? Ich habe Training heute um 18 Uhr. Und da werde ich diese Punkte umsetzen, die wir brauchen, um Punkte zu holen. Langfristiger als 18:01 Uhr, wo mein Auftritt da anfängt, denke ich nicht in irgendwelchen Kalkulationen um, was möglich wäre in die Zukunft, sondern das ist ein täglicher Prozess, dass man sich jede Woche optimal vorbereitet, dass man ja auch gegen Meldungen, Überraschungen halt schaffen kann. Darauf arbeiten wir, und dass wir halt mittelfristig oder kurzfristig, mittelfristig Erfolg haben. Was da im Mitte Dezember irgendwann stattfindet oder welche Punkte am Ende im Mai, das wird nur der tägliche Prozess jetzt darüber entscheiden, wie gut wir arbeiten, wie fokussiert wir sind. Und ich glaube, uns ist sehr gesund, allgemein von den Menschen einfach jetzt in dem Moment zu bleiben und sich auf das jetzt zu konzentrieren und nicht zu viel mit anderen Dingen sich zu beschäftigen. Gibt es weitere Fragen? Nürnberg. Herr Selke, Sie haben die Fans angesprochen, wie wichtig sie sind. Wie viele werden denn erwartet? Also wir haben jetzt einen Stand von knapp 4.000, und wir rechnen, dass wir diese Marke definitiv überschreiten werden. Und ja, freue mich natürlich über jeden, sowohl Verein als auch Zuschauer, Fan insgesamt, der bei diesem Erlebnis dabei sein wird. Aber das wird eine gute Stimmung auf jeden Fall werden. War letztes Jahr auch schon ein tolles Erlebnis. Und freue mich auf den Verein, der den Club, der gewinnt, weil der natürlich einen tollen Preis auch zusätzlich gewinnt. Darf ein Spiel in der Arena mit einer Jugendmannschaft hier austragen. Davon schwärmt der Verein, der letztes Jahr gewonnen hat, immer noch. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, ein guter Schulterschluss mit den Vereinen der Region und wird uns ein tolles Spiel bescheren. Gibt es weitere Fragen? Christoph Benisch nochmal. Nochmal an den Trainer bitte die Frage. Du hast gerade angesprochen, dieser tägliche Prozess. Was jetzt schwierig ist, haben wir auch in Magdeburg gesagt, ist natürlich die Frische der Mannschaft, die ziemlich auf dem Zahnfleisch geht, vor allen Dingen natürlich auch mit den vielen Verletzten. Gibt es da irgendwie Fortschritte? Wie genau
wie intensiv kann man mit der Mannschaft momentan überhaupt an Fortschritten arbeiten, wenn man ja auch bedenken muss, dass man sie immer wieder regenerativ irgendwie ein bisschen betreuen muss? Das ist halt was wir möglich haben, ist, dass wir halt die Trainingssteuerung natürlich darauf hingewiesen, dass wir weiterhin konditionelle Fortschritte machen, dass wir solche Spiele dann überstehen können und vor allem, dass wir eher am Anfang der Woche, Montag, Dienstag, etwas dann halt diesen Säulen oder diese Belastungskurve dann halt ein bisschen nach oben schrauben, wo wir dann an diesen Dingen arbeiten und dann halt eher am Ende der Woche jetzt eher weniger machen. Und sowieso im Monat Dezember wird dann halt, muss man halt noch mehr drauf diesen Belastungssteuerung halt anschauen und versuchen, diese immer wieder zu optimieren, dass die halt am Samstag oder halt auf Spieltag an ihren optimalen Leistungen halt anknüpfen können. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke fürs Kommen und wir sehen uns am Samstag 20:30 Uhr hier wieder. Vielen Dank.